Ja, ein wesentliches Element des Internetprotokolls, also von IP, sind auch die IP-Adressen. Und genau damit werden wir uns jetzt auch nochmal eingehender beschäftigen und werfen dabei zunächst mal einen Blick auf die Aufgaben von IP-Adressen. Wir sehen auf diesem Schaubild schon verschiedene Geräte. Also es ist letzten Endes natürlich heute nicht mehr nur so, dass nur ein Rechner eine IP-Adresse bekommt, sondern es haben inzwischen verschiedenste Geräte IP-Adressen. Das geht vom Smartphone übers Tablet, Netzwerkkopplungselemente, Drucker, also verschiedenste Geräte, die inzwischen allesamt netzwerkfähig gemacht werden. Haushaltsgeräte haben wir auch schon den Anfang davon. Und dabei kann es eben vorkommen, dass Geräte unter Umständen auch mehrere IP-Adressen bekommen, zum Beispiel dann, wenn sie unterschiedliche Schnittstellen haben. Man kann sich das vorstellen, ein Laptop hat zum Beispiel vielleicht eine kabelgebundene Schnittstelle oder auch eine WLAN-Schnittstelle und beide dieser Schnittstellen hätten dann entsprechend unterschiedliche IP-Adressen. Bei Routern ist das nochmal ein ganz besonderer Fall. Ein Router braucht logischerweise mehrere IP-Adressen auf seinen Schnittstellen, damit er eben seine Routing-Funktionalität ausüben kann, da er eben mit diesen unterschiedlichen Schnittstellen auch in verschiedenen Netzwerken sich befindet. Also IP-Adressen dienen letzten Endes einer eindeutigen logischen Adressierung entweder eines Gerätes oder einer Netzwerkschnittstelle oder auch eines gesamten Netzwerkes. Genau das werden wir uns alles noch im Detail anschauen. Wenn wir uns also IP-Adressen einmal genauer anschauen, dann sind die, wie IP selber auch, eben auf Schicht 3 im OSI-Modell angeordnet. An dieser Stelle ist es wichtig, nochmal eine Unterscheidung zu machen. IP ist natürlich für das Routing ganz essentiell und IP wird an dieser Stelle als geroutetes Protokoll bezeichnet. Also IP ist ein Protokoll, welches geroutet werden kann. Es gibt darauf aufsetzend noch verschiedene weitere Protokolle, ICMP, ARP haben wir alle schon kennengelernt, sehen gleich auch noch ein Beispiel dazu. Wenn ich öffentliche Netzwerke habe, öffentliche IP-Adressen habe, dann habe ich dort eine weltweit eindeutige Adressierung über meine IP-Adresse. Jede öffentliche IP-Adresse darf also nur weltweit einmal vorkommen. Und das sorgt irgendwie dafür, dass wir inzwischen einen knapp werdenden Adressraum haben, denn wir haben es eingangs gesehen, immer mehr Geräte haben immer mehr Schnittstellen, haben dadurch auch immer mehr Bedarf an IP-Adressen. Und irgendwann ist natürlich der Adressraum dann mal erschöpft und genau an diesem Punkt sind wir gerade. Sie kennen das vielleicht, der Übergang von IP-Version 4 zu IP-Version 6. Auch da werden wir nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Also der knapp werdende Adressraum ist ein Problem derzeit. Grundsätzlich bestehen IP-Adressen aus 32-Bit, zumindest dann, wenn wir über IP-Version 4 sprechen. Sprechen wir über IP-Version 6, sind das schon 128-Bit, also man kann sich schon vorstellen, dass dadurch eben ein deutlich größerer Adressraum entsteht, den man eben aktuell auch benötigt oder auch für die Zukunft benötigt. Wenn wir mal unsere IP-Adressen uns anschauen, dann können wir uns das Ganze in zwei verschiedenen Versionen mal betrachten. Und zwar sehen wir jetzt hier eine IP-Adresse. Der ein oder andere wird das wahrscheinlich im Laufe des Praktikums herausfinden. Das ist die IP-Adresse von unserem Domain-Controller im Schulungsnetzwerk, die 172.16.14.193. Eine klassische IP4-Adresse, wir sehen dort eine Einteilung in vier sogenannte Oktette. Also eigentlich haben wir dort natürlich in jedem dieser Abschnitte, die durch Punkte getrennt sind, Bits stehen, binäre Zahlen stehen. Für den Menschen ist es allerdings ein bisschen einfacher, sich Dezimalzahlen zu merken und deswegen verwenden wir die in der Regel auch, also vier Abschnitte, die jeweils eigentlich aus 8 Bit bestehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal analog dazu dieselbe Adresse in der Schreibweise für IP-Version 6 anschauen, dann sehen wir dort, da gibt es eine andere Darstellung. Wir haben auf einmal Hexadezimalzahlen, die werden nicht nur durch Punkte, sondern in diesem Fall durch Doppelpunkte getrennt. Und wenn wir diese beiden Schreibvarianten uns anschauen, dann stellen wir schon fest, okay, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man IP-Version 6 Adressen ein bisschen vereinfachen kann, als dass man sich jetzt diese 128 Bit, die eben aufgeteilt sind in diese Hexadezimalschritte, wirklich alle im Einzelnen im Detail zu merken. Wie gesagt, dazu noch ein eigenes Kapitel später. Ein Protokoll, welches auf IP aufsetzt, welches auch sehr, sehr wichtig ist, gerade im Internet, ist das sogenannte DNS-Protokoll. Mit DNS haben wir ein Protokoll, welches vor allem im Sinne des Internets oder der Webseitenzugriffe zum Einsatz kommt. Letzten Endes wird auch jeder Webserver durch eine IP-Adresse angesprochen. Wenn man sich jetzt allerdings jede IP-Adresse für verschiedene Webserver merken sollte, das wird dann schon irgendwann ein bisschen sehr kompliziert. Deswegen kann man eben vollqualifizierte Domainnamen sich merken, also sowas wie zum Beispiel Google. Also google.de würde letzten Endes auf eine bestimmte IP-Adresse verweisen und diese Übersetzung von google.de auf eine IP-Adresse, die macht dann eben das DNS-Protokoll und
Dafür gibt es verschiedene Server im Internet, also sogenannte DNS-Server, die dann diese Anfragen gestellt bekommen und die dann die Weiterleitung oder die Übersetzung meines in Klarschrift eingetragenen Domainnamens in eine IP-Adresse übernehmen.